Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grünste Bergen. Willkommen zu Hause, Artyom. Ja, und für euch willkommen zurück. Die gucken mal, was uns an der Oberfläche erwartet. Wir nähern uns auf alle Fälle langsam jetzt ganz vorsichtig. Dingen, die ich nicht so toll finde, weil ich ein Angsthase bin, wie ich schon mal angemerkt habe. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Mumm, alles, was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Ja. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Genau. Du loote mal da, wir gucken mal hier oben. Klar. Boah, danke, Güte, ey. Freund. Scheiße. Das ist... Boah, halber Herzinfarkt. Gut. Naja. Ist drum. Okay. Boah. Nee, wie gesagt, ich bin ein kleiner Schusser. Es schreckt mich eigentlich vor allem, was mal so irgendwo versteckt auftaucht. Okay, also Filter, Brandturm und ein Text. Die tote Stadt, Eintrag 1. Von dem Tag an... Was? Achso, von dem Tag an dem ich in der Metro endete, träumte ich davon, wieder nach oben zu gehen. Diese magische Stadt meiner Träume wiederzusehen, die lebendige Stadt meiner Kindheitserinnerung. Doch was ich tatsächlich auf der Oberfläche sehe, ist ein Gespenst, ein Albtraum. Ich kann sie nicht wiedererkennen. Ich kann mich kaum erinnern, dass ich früher dort gewohnt habe, dass meine Mutter und ich dort gewohnt haben. Wie glücklich wir waren, oder auch nur ihr Gesicht. Ah, an nichts davon kann ich mich erinnern, wie ich gehofft hatte, dass ihr Gesicht lächeln wenigstens für einen winzigen Moment zurückkommen würde, wenn ich nach hier oben ginge. Es geschah aber nicht. Ich bin völlig alleine und ich habe kein anderes Zuhause mehr als die Metro. Ja, in so einer Situation will man, glaube ich, nicht sein. Na gut, wenigstens leben noch ein paar mehr Menschen in der Metro. Artyom ist nicht komplett alleine. Bereit? Gehen wir. Alles klar. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Ja, AK nehme ich gerne, Birn. Versteck dich, Junge. Okay. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Boah. Ein guter Name. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Willkommen zu Hause. Artyom trägt nicht mal Handschuhe. Spring! Ich fang dich auf! Also das nenne ich nun wirklich Pech. Oh, Birn, fall du nicht auch noch in die Suppe.
Du musst außen rumgehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger-Versteck. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Alles klar, Birben. So, und damit sind wir an einem der Punkte angelangt, die ich hasse. Okay. Weil, also ich finde, wenn man Leute hat, die einen begleiten, ist das Spiel nur halb so schlimm. In solchen Situationen wie jetzt, da fange ich an, Angst zu haben. Oh, wartet mal. Hier ist, glaube ich, besser, weil wir haben Laser. Perfekt. Okay. Oh Gott, ey. Gott im Himmel. Bin ich gläubig, aber in solchen Momenten läuft es mir kalt den Rücken runter. Hölle, komme ich da rein? Egal. Egal, wir müssen nicht jedes Versteck mitnehmen. Insbesondere nicht, wenn ich Angst bekomme. Draußen wird geschossen. Oh, wir müssen Filter wechseln. Also wenn Artyom anfängt, schwer zu atmen, ist in der Regel der Zeit für einen Filterwechsel. Okay. Also Artyom ist nicht nur unanfällig für irgendwelche Anomalien. Er hat auch so eine Halus. Ja. Und so verwandelt sich das Spiel ganz schnell in ein Light-Horror-Spiel. Zumindest für mich. Kein Plan, wo ich lang muss. Also ich erinnere mich noch grob an die ganzen Gebiete im Spiel, aber nicht was genau, wann und warum. Okay, in der Regel ist, wenn man das Gebrüll hört, ist es nicht mehr gesund. Und dann ist in der Regel irgendwas auf einer Bühne. Nö, nö. Oh Gott. Leck mir die Eier. Das Problem ist, wenn wir getroffen werden, wenn wir so draußen sind, kann unsere Maske auch kaputt gehen. Und das ist in der Regel nicht gesund. Wer sich jetzt auch wundert, vielleicht wieso. Schön, dass ich das kann. Wenn sich jetzt vielleicht wer wundert, weshalb ich nicht auf den Filter gucke. Okay, wir haben circa 11 Minuten haben wir Luft. Das heißt, so lange haben wir Zeit, um wieder an einen Ort zu kommen, wo Artyom atmen kann. Oder neue Filter zu finden.
Okay. Wo ist Timing, mein Freund? Ach, du Kacke. Ich erinnere mich an die Stelle. Schönen Banden rücken. Nein! Okay, so. Und auch nochmal zu einer Sache aus dem letzten Video. Da habe ich gesagt, von wegen, man kann Rüstung kaufen. Das war im Standard-Metro so. In der Redux-Version, die wir hier spielen, ist das leider nicht möglich. Das heißt, es gibt keine besseren Rüstung. Ja, müssen wir mit leben, würde ich sagen. Müssen wir mit leben. So, jetzt müssen wir noch herausfinden, wo wir lang müssen. Hier kann man immer sowas zur Hilfe nehmen. Ich sehe schon. Hier hinten scheint ein Fenster offen zu sein. Ja, und wie man sieht, wenn Schuss mal nicht sitzt, würde ihn gerne töten eigentlich. Weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Oh fuck. Oh, Leute, ich habe halt echt keine Ahnung, wie ich... das muss ich nochmal schnell nachgucken. Waffeninventar ist klar. Licht, Medipack, General, Feuerzeug, Filter wechseln, Zeit. Ach, mit Z war die Zeit, okay. Gasmaske. Ja, das muss ich mal herausfinden. Und zwar, wie ich die scheiß Granaten und sowas benutze. Ich weiß, man kann das irgendwie wechseln, da wirft man die, glaube ich, auch auf C. Aber ich weiß es einfach nicht mehr. So. Gut, was haben wir denn jetzt noch alles? 10 Minuten. So, Zeit ist Z. Ich habe nur keine Ahnung mehr, wie man das liest. Ich denke mal, wir werden es irgendwann mal herausfinden. Filter. Okay. Nee, Boys, ich habe keine Ahnung. Gut, dann schaffen wir das auch so. Hoffentlich. So, wir machen es so, wir fangen... Schon mein Freund. Für dich habe ich doch immer einen Schuss. Schon. Haut er jetzt ab? Da wird geschossen. Nochmal.
Brocken. Okay. Also Fallen sind eigentlich immer ein Zeichen auf ein Stalker-Versteck. Alter, was höre ich denn hier? Perfekt, und eine neue Maske auch. Können wir mal wechseln. Ich habe die schwere Ausrüstung genommen und bin nach Norden zur Messestation gegangen. Wir haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid. Viel Glück! Genau, viel Glück. So, wir haben mehr als genug Money, also... knapp. Circa 20 Schuss für den Revolver und 40 Schuss für die Schrot. Das sollte uns... ja... ein bisschen Luft geben. Jetzt die Frage. Keine Wurfmesser mehr, scheiße. Okay, höre nur ich das komische Schnaufen? Ich glaube nicht, wa? Sollte es ein bisschen dunkel sein, sorry, ich will nur nicht immer die Taschenlampe anmachen. Mal wieder wechseln. Okay. Ich glaube, das ist das Gebäude, was Bourbon meinte. Bourbon! Du hast mich zu Tode erschreckt. Moin. Bin froh, dass du es geschafft hast. Ich hatte schon gedacht, du wärst hinüber. Nee, noch bin ich... Wir sind fast da. Nur noch einen Hof weiter. Ja, ein Bekannter hat mal gesagt, Unkraut vergeht nicht. Also, Hunter hat uns sehr schön gelobt. Deshalb versuchen wir den Ruf. Da ist der Mistkerl. Das sind aber zwei, mein Freund. Lass uns weitergehen. Scheiße, kannst du sie hören? Ja. Lass uns ein Stück zurückfallen. Okay, Bourbon, wir schaffen das. Ist keinen gelben Schnee. Den habe ich verfehlt. Bin dabei. Oh, Junge. Bourbon, coming in hot. Junge, die fliegen Stuka-Einsätze auf Bourbon mit mir als Bombe. Das ist nicht nett.
Killshot würden, komm. Oh Gott. Das geschafft, unseren ersten Ausflug an die Oberfläche. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Bourbon behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Gut, wir sind ja dann scheinbar da, in der trockenen Station. Bourbon zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Okay. So sind doch nicht alle so nett, oder was? Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Alles klar, Bourbon. Viel Erfolg. Und drin. Wir sind gut. Halt! Wer bist du? Hey! Ich brauche Licht! Ohohoho! Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher! Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich! Der Boss soll es also sein! Wo solltest du sonst hinwollen, hä? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Yeah. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Alles klar. Na, hat ja super geklappt, Bourbons Plan. So, wir checken mal kurz die Ausrüstung. Weil wir haben nicht mehr so viel Muni für den Revolver. Wir haben aber einen Haufen Muni für Sturmgewehre. Und deshalb wechseln wir. Ist jetzt wohl der Zeitpunkt gefunden, gekommen, dass wir auf die AK wechseln. Leider. Eigentlich mag ich den Revolver. Bleibst wunderschön. Erste Notiz. Oh, wir haben zwei nicht gefunden. Hut ab. Trockene Station, Eintrag 1. Gibt es irgendwelche Kredithaie in der Metro, denen Bourbon kein Geld schuldet? Oder gefährliche Obermotze, die er noch nicht geärgert hat? Verdammt, diesem Typen hängt die ganze Welt am Arsch. Und dieses Mal scheint das Glück ihn zu verlassen. Mir ist das egal. Oder zumindest sollte es das sein. Trotzdem kann ich ihn aus irgendeinem Grund nicht all dem überlassen. Sukhoi, mein Stiefvater sagte mir einmal, rettest du jemanden einmal, musst du ihn immer retten. Man kommt nicht umhin, sich für jemanden verantwortlich zu fühlen, den man nicht hat sterben lassen. Er wächst mir ans Herz. Deshalb nahm Sukhoi mich auf, als meine Mutter starb. Und vermutlich deshalb kann ich jetzt doch Bourbon nicht zurücklassen. Ja, die wollten ihn zum Chef bringen. Also würde ich sagen, haben wir damit eine Anlaufstation. Keine Wurfmesser. Wir kriegen das schon hin, würde ich sagen. Wurfmesser! Das ist gut. So willst du keine Wurfmesser. Ja. Gut. Muss man nochmal nerven.
Ah, okay, kriechen einen aus, ist Y. Ich dachte irgendwie C, aber C ist Wurfmesser werfen, das hatte ich irgendwie vergessen. Gut, dann, let's go, wa? Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Aua! Alter, warum baut ihr eine Falle in eurem Lager auf? Alter! Ist denn falsch mit euch? Okay, hier sehen wir, hier sind Dosen. Nicht gut. Zwei Wachen. Ich denke mal, da kommen wir nicht lang. Wir probieren mal den anderen Gang. Ich habe das Gefühl, wir müssen die Augen noch ein bisschen weiter offen halten. Ein Wurfmesser. Oh, irgendwas hatte mich kurz gesehen. Schwester. Scheiße. Entweder brennen meine Ohren durch oder. Okay, der hat mich gesehen oder gehört. Kommt mir aber, wird mir aber gelegen kommen, aber nee, er kommt nicht her. Schade. Du vom neuen Boss? Warum fragst du? Ich arbeite schon seit 5 Jahren mit ihm zusammen. Ein harter Kerl. Er ist verdammt clever. Ich wäre nicht überrascht, wenn er uns bald zur Konkurrenz der Tretjakovka macht. Warum? Es geht uns doch gut. Und damit könnten wir in einen Krieg geraten. Gut. Zur Hölle damit. Trotzdem ist es eine Schande, dass er die alte Garde erlebt hat. Waren es einfach gute Männer? Was kümmert es dich? Du lebst und hast gut zu essen. Ah, unser Medikit ist aufgefüllt. Gut. Eine Tür. Okay. Hast du den Typen gesehen, den sie gerade geschnappt haben? Nein. Wer war es denn? Verdammt, kaum zu glauben. Woher nimmt er den Mond? Dieses Arschlaufen. Nein, der könnte einfach einen Drink mit dem Boss nehmen. Das ist cool. Wieder der? Der neue Pops hat einen Hals auf Bourbon. Ich wäre sehr überrascht, wenn dieser lügende Trunkenbold bis morgen überlebt. Ja, mit diesem Typen legt man sich besser nicht an. Luftschleuse, Einstürze, nichts hält sie auf. Und ich glaube nicht einmal, dass das Menschen sind. Okay. Irgendwer hat was gehört, das gefällt mir nicht. Da oben. Er hat scheinbar was gehört. War nicht so das Problem, weil den. Fuck! Okay, der Feind ist hier. Du entkommst. Dann bringen wir sie halt alle um. Warum ist er tot? Okay.
Gut, dann wird das alles wohl ein bisschen actionreicher. Okay, und bevor wir hier weiter alles umbolzen, sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem Gefecht wieder. Denn die Zeit ist rum. Gut?